Weihnachtsstimmung beim HSC, nicht auf dem Handballfeld, sondern beim HSC-Partner Küchenmax in Coburg. Das Weihnachtsplätzchenbacken mit zwei HSC-Profis und Trainer Jan Gor wurde bei Facebook für verschiedene Gruppen von Kindern verlost. Die Idee, die Räumlichkeiten für so eine Aktion zur Verfügung zu stellen, hatte Küchenmax selber zusammen mit Feinkost Bauer. Wir wollen mit den Kindern zusammen backen, Plätzchen verzieren und einfach so ein bisschen die Weihnachtsstimmung einläuten. Auch während der Weihnachtszeit ist für die HSC-Spieler und Trainer Jan Gor natürlich Handball angesagt. Aber was machen die Profis eigentlich, wenn sie mal ein paar freie Minuten für sich haben? Zum Beispiel so eine Aktion wie heute, wo wir einfach die Möglichkeit haben, mit unseren Fans, vor allem mit unseren jüngsten Fans, mal ein bisschen zusammenzukommen. Und ansonsten ist das bei mir ganz normal. Man versucht, die Geschenke für Weihnachten noch zusammenzusuchen und zu kaufen. Und wenn die Zeit es dann zulässt, würde ich auch gerne im Coburger Weihnachtsmarkt nochmal einen Besuch abstatten. Ich genieße es, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, finde in Coburg den Weihnachtsmarkt sehr schön. Aber um einfach ruhige Stunden zu Hause, gemütlich auf der Couch zu chillen und ja, ein bisschen was für die Uni zu machen natürlich. Ich gehe gerne mal über den Weihnachtsmarkt. Ansonsten, ja, so gut es geht, die freie Zeit, die wir dann mal haben, genießen mit Freunden. Und so viel bleibt uns ja dann leider nicht, weil die Spieler schon wieder kommen. Aber ja, so gut, so ruhig wie möglich einfach runterkommen. Aufgeteilt in zwei Gruppen verzieren und backen die Kinder mit den Profis Plätzchen. Da kommt richtige Weihnachtsstimmung auf. Auch den Kids gefällt die Aktion. Mir hat am besten gefallen, dass wir mit den Spross, mit den Jan Gor und mit den Lukas Wucherpfennig die Plätzchen backen konnten und ausstechen. Mir hat am besten gefallen, dass wir alle zusammenarbeiten. Also mir hat es auch vor allem gefallen mit den HSC-Spielern halt. Es war halt auch lustig. Ja, und es hat auch Spaß gemacht, sie zu backen. Mir hat am besten gefallen das Ausstecken und die Soße drüber machen. Plätzchen backen mit den HSC-Profis. Die Kids geben da auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben. Und die harte Arbeit hat sich auch gelohnt, denn die Plätzchen, die schmecken sehr lecker. Vielen Dank übrigens auch an Küchenmax in Coburg.